da schaut er runter aus dem Höllengebirge, der Alberfeldkogel, auf Neukirchen und auf die Hütten vom Hofstädter Hans. Der kriegt gerade Besuch vom Mosersepp und der ist der Obmann vom Vierchtauer Heimathaus. Oh, servus Josef! Servus Johann! Ein ganzer Seltener! Ein ganz was Seltenes, dass du bei der Arbeit bist. Außer Durlich heute mal. Außer Durlich. Du, geh rein, dann gehen wir ein wenig in die Werkstatt. Ja, gehen wir. Da ein wenig ja, gehen wir. Gut? Ja. Dort hat der Hans nämlich seinen Vogel, also seinen Geschnürzten. Was hast du denn in der Reißen? Du, ein Stieglitz muss ich da machen. Seit 2008 mache ich das. Ja, da bin ich recht krank geworden und habe gar nichts da erkennen, oft habe ich mit deinem Gespür angefangen. Ja, weißt du, das ist ja heute leicht mit dem Bierchen und dann noch, ich tue mir es vom Computer runterzeichnen. Jetzt kriegst du natürlich auch da, brauchst nicht tagelang umeinander sitzen draußen beim Vogel schauen. Ich tue mir mal ein Muster machen für jeden Vogel. Weil wir sind verschieden groß und breit und dick. Und dann schneide ich mir es aus. Und dann fange ich am Bauch an. Das ist das Erste, was man umschnitzt. Und dann mit dem Kopf. Und auf geht's schon dahinter noch. Zwei Vogel schnitzt der Hans am Tag aus Zirbenholz. Ein paar hundert hat er schon gemacht. Auch fürs Heimathaus. Servus, Fritz. Servus, Sepp. Oh, der Hans, jetzt kommen da alles weiter her. Bist du schon da? Dort treffen wir den Lüftinger Fritz. Von dem hat der Hans das Vogelschnürzen gelernt. Ja, ich schnürze schon ca. 13 Jahre. Und angefangen habe ich eigentlich, weil mir das lag gewesen war, weil die alten Vögel, die da umeinander hängen, die haben mir auch schon gefallen. Und wenn ich mir dann vorgestellt habe, dass das komplett Schluss ist, weil vor nach dem Zweiten Weltkrieg, da ist ja das eigentlich zum Schnee gekommen. Weil die, manche von den Vogelschnürzer, die sind ja da in den Krieg gefallen und die anderen sind schon zurückgegangen, also weil eine ruhige Hand brauchst du auch, ein kurzer Engsalz da. Und so ist es angegangen und ich mir gedacht, wenn ich da im Heimathaus sowieso Mitarbeiter bin, dann probiere ich das einmal. Wenn man deine Finger anschaut, meine ich, hast du da schon ein wenig Lehrgeld auch gezahlt für das Vogelschnürzen. Ja, das bleibt nicht aus, weil alles, was du anfängst, weil die hat es mir beim Waldarbeit, den hat es mir beim Vögelherrschnee angezwickt. Und dann habe ich auch, weil hab ich noch kleiner nicht gemacht, weil mit kürzen Fängen kann man so kleine auch machen. Ja, da hast du aber da die Hand 5 mm groß und deine Frau hat einmal gesagt, wenn du es noch kleiner machst, kannst du es selben malen, weil keine Mucken malen sie nicht mehr an, gell? Ja, und das darum habe ich aufhören müssen bei 5 mm, weil ich kann es malen nicht. Sepp, weißt du, wie das angegangen ist bei uns mit dem Vogelschnürzen? Naja. Du weißt ja eh alles normal, müsstest du das auch wissen. Naja, das kann man schon ein wenig sagen. Das ist durch die Holzverarbeitung da um die Jahrhundertwende hat es ja die bäuerliche Handwerkskunst gegeben, da in der Vierchtau. Da haben sie ja das, im Winter haben sie ja was suchen müssen, das was sie essen gehabt haben. Und da ist halt die Schnitzerei von Grüppelmeidl-Schnitzen auf Vogelschnitzen gekommen. Und darum haben wir, ich glaube, ist das Vogelschnitzen dort so, ist gegeben. Wenn man die Vogel im Heimathaus anschaut, haben die ja alle aus der Jahrhundertwende oder um 1920, 1930. Und darum meine ich, ist, da sind da die Vögel aufgekommen mit der Schnitzerei. Ich meine, da ist auch das gewesen, wie die Buben da einen Vogel geschnitzt haben, dass sie die wirklich gekriegt haben. Also, ja. Der, der am schönen Schnitzen hat können, der ja. Hat die schöne gekriegt. Ja, die war ein Vogel im Inhalt, gell? Weil mit dem Vogel sind sie in der Vierchtau auf Brautschau gegangen. So war es der Brauch.